heutige Etappe führt uns von Wildeck entlang der Grenze bis nach Leinefelde-Worbis, östlich von Göttingen. Da wir einige Kilometer vor uns haben und an vielen spannenden Orten halten möchten, machen wir uns schon früh auf den Weg. Unser erster Zwischenstopp ist der Grenzbahnhof Herleshausen. 1955 und 56 wurden hier mehrere tausend Spätheimkehrer des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion an die BRD übergeben. Heute befindet sich hier ein kleines Museum, das an die besonderen Ereignisse erinnert. Da das Museum leider geschlossen hat und es sonst nicht viel zu sehen gibt, fahren wir weiter. Wir wollen nämlich so früh wie möglich am Grenzmuseum Schifflersgrund ankommen. So früh wie möglich am Museum ankommen, klappt leider nicht. Mein Moped ist kaputt. Wir sind jetzt eigentlich hier am Grenz zum Katharinenberg, aber wir müssen erstmal einen Zwischenstopp machen und das irgendwie reparieren. Die Hinterradbremse klemmt nämlich und ich komme überhaupt nicht mehr vorwärts. Ich hoffe, wir haben ein passendes Ersatzteil dabei. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube fast nicht. Dann müssen wir uns irgendwie was überlegen und was basteln. Mann, ey, das ist jetzt aber auch für ein scheiß Stein hier. Mit vereinten Kräften und ein bisschen Erfindungsreichtum funktioniert die Bremse zum Glück wieder und es kann weitergehen. Nächster Halt, Grenzmuseum Schifflersgrund. Das Museum befindet sich in der Nähe von Bad Soden-Allendorf und stellt unterschiedliche Relikte der Grenze sowie des Kalten Kriegs aus. Dazu gehört auch einer der längsten im Originalzustand erhaltenen Grenzabschnitte. Neben dem hohen Metallgitterzaun ist sogar der Spurensicherungsstreifen sowie der Kolonnenweg erhalten. Aber fangen wir am besten vorne an. Wie ist diese Grenze überhaupt entstanden und wie war sie aufgebaut? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Die 3 westlichen Besatzungszonen von Frankreich, England und den USA sowie die sowjetische Besatzungszone im Osten. In dieser Zeit und dann auch bis zu den 50er Jahren waren viele Menschen, die die Entwicklung in den westlichen Besatzungszonen wesentlich positiver gefunden haben als in der Ostzone. Und somit sind dann Hunderttausende in einem Jahr da geflüchtet. Die kontinuierliche Abwanderung nach Westen war von Anfang an ein zentrales Problem der sowjetischen Besatzungszone und der DDR, da zwischen 1949 und 1961 rund 3 Millionen Menschen die DDR verließen. Um dem entgegenzuwirken, wurde schon direkt nach dem Krieg eine Grenzpolizei eingerichtet. Komplett zu war die Grenze zu dieser Zeit aber noch nicht und sie konnte mit Passierscheinen oder Interzonenpässen überschritten werden. In diesem kleinen Grenzverkehr war es so, wer einen Interzonenpass hatte hier oder einen Passierschein, der konnte in die DDR einreisen und umgekehrt auch. Trotzdem forderte die Grenze von Anfang an Todesopfer, da viele auf illegale Grenzübertritte angewiesen waren, um beispielsweise Lebensmittel zu tauschen. So auch im grenznahen Hötensleben, da hier viele täglich über die Grenze gingen, um im Tagebau westlich der Grenze zu arbeiten. Und da sind also dann viele, hier über Hötensleben, bis 52 über die Grenze gegangen und haben dann geschmuggelt. Man schätzt ungefähr so 1,5 bis 2 Millionen Menschen sind hier über die Grenze gegangen. Ja, da konnte man dann gut hin und her laufen bei Schichtwechsel. Ist man einfach dann mitgegangen, ja. Und ist das auch vorbei. Ja, und dann wurde das der DDR zu viel Leute, die jetzt hier in den Westen geflüchtet sind. Und die mussten einfach was tun. Und vom Ministerrat der DDR wurde dann ein Grenzgesetz im Mai 1952 erlassen.
Auf Grundlage dieses Gesetzes kam dann eine Polizeiverordnung für Maßnahmen an der innerdeutschen Grenze. Diese definiert einen 10 Meter breiten Kontrollstreifen direkt an der Grenze, der in einen 500 Meter breiten Schutzstreifen sowie eine 5 Kilometer breite Sperrzone übergeht. Personen, die versuchen, diese zu überschreiten, werden festgenommen. Bei Nichtbefolgung der Anordnung der Grenzstreifen wird von der Waffe Gebrauch gemacht. Zusätzlich wird die Grenze seit 1952 durch einen einreihigen Stacheldrahtzaun gesichert. Seit dem Bau der Berliner Mauer wurde die Grenze immer weiter perfektioniert und nahezu unüberwindbar. Dafür sorgten unter anderem hohe Metallgitterzäune, Wachtürme, Hundelaufanlagen, elektrisch geladene Drähte sowie hunderte Kilometer von Minenfeldern. Später kamen sogar Selbstschussanlagen zum Einsatz. Das Besondere an dieser Grenze ist, dass sie sich gegen die eigene Bevölkerung richtete. Die Ausrichtung der Selbstschussanlagen und Fahrzeugsperren ins Landesinnere zeigen das ganz deutlich. Anders als die Propaganda der SED somit immer behauptet hat, handelt es sich nicht um einen Schutzwall gegen eine faschistische Gefahr von außen, sondern die Grenze diente eigentlich nur dazu, die Bevölkerung an der Flucht zu hindern. Ganz besonders betroffen von dem strikten Grenzregime waren daher die Bewohner und Bewohnerinnen von Grenzregionen. Ja, und das Leben hier, da, wie war das? Was? Also man durfte den Mund nicht aufmachen wie oft hat man denn gesehen, es wollte einer rüber und wurde geschnappt und dann darf man das gar nicht erzählen. Dann ging auch mal eine Mine hoch, das hat im ganzen Dorf gezittert und ich konnte mich darüber nicht beruhigen. Dann hat man mir gesagt, ich sollte mal lieber still sein. Nicht? Aber wenn man artig war, so, dann konnte man hier gut leben. Aber trotzdem hinterher erst nach der Wende, da habe ich auch festgestellt, wie man doch eigentlich in Gefahr war. Auf Seite der BRD demgegenüber gab es keine befestigten Grenzanlagen. Der Bundesdeutsche, der hatte Freizügigkeit, der konnte hingehen, wo er wollte. Das heißt also, wenn er jetzt hier an der Grenzlinie war und wir haben ihn angetroffen und haben ihn gefragt und er wollte in die DDR, da haben wir ihn verhandlungsmäßig überprüft. Und wenn der nichts vorlag, da hatten wir ihn darauf hingewiesen, dass er dann doch lieber aus Sicherheitsgründen den Grenzübergang Herleshausen nehmen sollte oder zumindest hier an der Bahnlinie eine offene Stelle und sagt, ich will rüber, dass er gleich gesehen wird dann. Da könnte sonst was geschehen. Aber wir hatten keine Sperranlagen, wir haben auch nichts gesichert jetzt hier, sondern wir haben rein eine grenzpolizeiliche Überwachung gemacht und Abwehr von Gefahren. Mit welchem Aufwand und welcher Brutalität das SED-Regime versucht hat, die Menschen an einer Flucht in den Westen zu hindern, ist heute kaum noch vorstellbar. Der originale Grenzabschnitt beim Museum Schifflers Grund sowie die umfangreiche Ausstellung hat uns jedoch einen guten Einblick in die Dimensionen der Grenze vermittelt. Für uns geht es nun noch weiter bis nach Leinefelde-Worbis, wo unsere Unterkunft für die Nacht ist. Bis dorthin ist es aber noch ein ganz schönes Stück. In der Abendsonne macht das Fahren aber richtig Spaß und wir kommen schnell voran. In unserer nächsten Etappe bleiben wir noch ein bisschen im Sperrgebiet und besuchen zuerst das Grenzlandmuseum Eichsfeld. Von dort aus geht es ab in die Berge zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora und anschließend bis nach Sorge im Harz.